Ja, herzlich willkommen Leute zu Part Nummer 15 müsste es jetzt sein. Ich glaube, oder 16, ich weiß es nicht. wir waren gerade dabei, die Gussrüstung zu farmen. Ihr habt ja gerade eben die Screenshots schon gesehen und ich habe die komplette Gussrüstung jetzt komplett. Gusshelm. Gusspanzer. Damit ihr seht, dass hier die Materialien auch runtergehen. Gussarmschienen. Ich habe in der Videobeschreibung gleich nochmal gepostet, drunter gepostet, was ihr komplett für die ganze Gussrüstung braucht und für das jeweilige Teil halt. Oh, das könnt ihr sogar nochmal bauen. Ja, jetzt habe ich komplett Gussrüstung mit Windbänden und Schnellschärfen drin. Ja, das was ich wollte ist jetzt noch nicht drin und zwar müsste ich jetzt erstmal meinen Talisman dazu abholen, den ich einmal gefarmt habe, mit Glück. Ich hätte mir sonst Bombardierer reingebaut, aber naja, ist nicht das Gelbe vom Ei. Ablegen. Ja, ich habe einige Sachen gekriegt jetzt. Ich habe jetzt auch fast wieder 10.000 Yukumono-Punkte. Und einige Menge Geld, wie ihr sehen tut. Ja, und ein bisschen Yukumono-Punkte und Gildenpunkte habe ich ganz normal halt immer noch. So, dann müsste ich gleich mal ausrüsten. Und ausrüsten tun wir diesen. Schnell aufbauen. Ja. Wir haben ja Bebenabwehr noch dazu und das glaube ich kommt gerade so hin. Dekoration erstellen. Ich glaube ich kann mir gar kein Fallmeister-Juwel bauen. Ja, weil mir dann eine Schockfalle zufällt. Joa, das heißt jetzt, ich muss mal kurz Fallengeräte kaufen. Das ist ein bisschen kacke ist, finde ich. Ach, was hat. Ja, das für uns. Den Waffenkodex. Cool. Ja. So. Schockfallen. Eins. Mann, in die Box kaufen. Kauf ich mir gleich ein paar mehr. Hab ich ein bisschen als Vorrat so. So, dann werde ich gleich die Fallmeister-Juwele draufhauen mir. Erstellen. Fallmeister 1, 2. Mehr brauche ich ja nicht. Und jetzt Tectonic. Ich kann mir immer noch keine Tectonic bauen. Oder wie? Ja, das finde ich jetzt nicht sehr korrekt. Dass ich das noch nicht kann, weil ich weiß, ich bräuchte die echt gerade. Wegen Bebensicher. Ah nein, ich habe Bebensicher. Ich bräuchte. Nee, ich habe Bebensicher nicht. Ach, ist jetzt auch egal. Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich Bebenabwehr reinbauen. Ah, das brauche ich erst später für den Double Belk. Deswegen kommen hier die zwei Fallmeister-Juwele rein. Und dann hat sich die Sache schon gegessen. Jetzt haben wir Fallmeister, Windbänden und schnell Schärfen drin. Natürlich kommt noch Bebenabwehr rein. Was sich gerade aufregt. Da ich unbedingt Bebenabwehr haben will. Warum kann ich denn kein Da ist es doch Fundamenten. Na, kein Tectonic. Wieso habe ich kein Tectonic-Juwel? Ja, naja, werden wir warten, bis ich den nächsten Juwel abbekomme. Dann kann ich mir, glaube ich, einen bauen. Das dauert ja erst bis Doppelberg und so. Wieso ist das generell eigentlich für Doppelberg gemacht? So. Die nächste Quest ist. Ja, welche nächste Quest machen wir denn? Ich habe, glaube ich, noch keine richtige Feuerwaffe. Ja. Habe ich glaube ich noch nicht. Schild und Schwert. Ach genau, das Chuck kann man sich jetzt neu bauen. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, weil ich habe keine richtige vernünftige Feuerwaffe. Und Pecco Tippi, nein. Nein, habe ich noch nicht. Das ist jetzt etwas scheiße. Ja, probieren wir mal. Und was fehlt mir? Drachenhit, Ärzte-Tür. Ach, ich war ja noch gar nicht auf der Farm. Das könnten wir schneller machen. Erstmal davor. Baustelle. Und Honig. Dings hoch. Und jetzt fühle ich mich cool. Moha, 5 Minuten fast rum. Wir haben ja nichts getan. Etwas schlecht ist das schon. Aber ja. Wir haben Abbaustelle 2. Also plus 1, glaube ich.
plus 1, aber das ist die zweite Abbaustelle. Und eine Honigstelle plus 1 auch wieder, heißt, ab kann man mehr Honig kriegen. Finde ich recht cool. Ja, ihr werdet gleich noch eine Neuheit sehen bei mir. Und zwar habe ich allen meinen Katzen eine Rüstung gegeben. Und zwar durch den Bug, deswegen hatte ich auch 46.000. Zenny hatte ich dadurch, also ich habe ja ein bisschen, ich habe ja alle meine Materialien so fünf, da habe ich das viermal gemacht, aber höchstens, ne, dreimal, glaube ich sogar nur, und da hatte ich 40.000, weil 70 mal Königsdorfzeuge oder so, oder ich habe das viermal gemacht, glaube ich, allerhöchstens, keine fünfmal, das weiß ich, da hatte ich dann 70 so von jedem Mist fast, oder 60 so, allerhöchstens 30, Minimum 30, habe ich verkauft, da hatte ich 46.000, also ich fand das cool, dieser Geldbug ist recht cool, kann man schon sagen, für die Leute, die nicht so viel Geld haben, wie ich habe manchmal nicht so viel Geld. Als nächstes wird ein neuer Sammelstoff gekauft. So, Uhr. Keine Ahnung, was mag ich. Also, das ist Xing Zhang Chong Li Ling. Und sie haben wieder nichts für mich. Ach, das ist doch scheiße. Und Nummer 1. Ich würde sagen, ihr seht doch nicht, dass ich meine Hände davor habe. Aber das ist wieder so eine Schickung, weil ich denke, hä? Ich kann meine Hände auf dem Bildschirm haben, wie ich will. Ihr seht da eh nichts davon. Ja. Das ist so eine logische Sache. Also, ich weiß nicht, dass meine Maus, ich dachte, die ist wieder auf dem Bildschirm. Nicht, dass wieder nicht so der Abfehler. Ah, ein Drache nicht ernst. Ich kann die Doppeltomahawk mir bauen. Yahoo. Wenn nicht, wäre ich jetzt leicht verzweifelt. Und ich hätte mich keine Lust gehabt, jetzt nochmal in den Vulkan zu gehen. Ich meine, ich habe nur zweimal Vulkan, einmal Tundra gefarmt. Aber es hat schon genervt. Muss man sagen. Ja. Doppeltomahawk bauen wir uns jetzt für den großen Buggy, von dessen Rüstung ich mir doch nicht bauen werde, weil ich die Gussrüstung ja jetzt besitze und die relativ gut ist. Die können wir auch gleich mal verbessern. Wie viele haben wir davon? Okay. Und zack, zack. Nicht keine mehr, aber ich finde es recht cool. Es habe ganz viel Verteidigung und jetzt bauen wir uns noch die Double Tomahawk und daraus kann man sich dann die Double Tomahawk Plus oder die Rex Schneider bauen. Verbessern wir das auch noch gleich. Jetzt habe ich neue Waffen und eine neue Rüstung. Was will man mehr? Ich habe fast 10 Minuten verbraucht jetzt in diesem Part auf die Vorbereitung, aber naja, ist ein Let's Play. Ich bereite mich halt vor für den nächsten Kampf. So nehme Megatränke mit, aber wir die gar nicht brauchen. Nehmen wir Kräuter mit und nehmen wir Farbbälle mit und nehme Tungenbombe mit, meine eine, und dann könnte es losgehen. Ja, naja, 20 Minuten Parts halt besser als 10 Minuten Parts, so verschiedene Abschnitte, das kotzt mich schon, das würde mich selber ankotzen. Großer Buggy. Mit Doppelschwertern gehen die relativ schnell, da es eigentlich gute Doppelschwerter sind, in dem Moment die besten mit, finde ich, No Element. Es gibt halt bis jetzt, weil ich noch keinen Harpul Boka und so besiegt habe, weil den seine sind noch besser, haben sogar noch Verteidigung dazu. Ja. Ich habe mir auch erst überlegt, ob ich mir die Schützenrüstung baue noch davon, aber würde mir zu dumm werden, weil ich das nicht brauche. Nee, ganz ehrlich, einfach nur weil ich mit. Tut mir leid. Weil ich mit Gun halt nicht so gerne spielen will. Und ich glaube, der war hier. Ja genau, da waren da drei, nicht nur zwei. In der zwei war der Barriert. Und Gigi Nox war in der Nummer. Hat der eine Sequenz gehabt? Ja. Brüll nur, spuck deinen komischen Schlafmist. Ich frage mich generell, warum die Buggy später als Jackie, als Groß Froggy gebracht haben, meine ich, weil Froggy ist ein bisschen gefährlicher durch sein Gift, finde ich. Aber da die Tundra jetzt erst kommt, kommt das jetzt halt erst. Denke ich mal, so haben die es gemacht. Da ist der epische Gegner, den wir bestimmt in 5 Minuten platt machen. Ja, jetzt macht es euch Spaß, dass ihr sowas Nettes, Schönes töten könnt. Ich bin jetzt hier. Komm her. Ich kann wieder nicht zielen. Buja! So, so meine ich eigentlich Tomahawk. Das sind Äxte. Warum nicht Double Axe? Oder Doppel. Keine Ahnung. Tomahawks sind für mich Bumeranger oder irgendwas anderes, aber keine Doppelschwerter. Oh, ich habe meinen HP-Eigner an.
Ich komm her, du Sau. So. Naja, 5 Minuten wird glaube ich nichts. So, ja, Attacke. Wichtig bei diesem Gegner ist halt, das erkläre ich jetzt auch, ich verweise mal ein paar, was du halt immer erklären, was eigentlich wichtig bei dem Monster ist. Aber bei dem Monster ist halt wichtig, dass ihr euch nicht von diesem, von dem Bodycheck halt treffen lassen tut, von diesem Tail Whip, den er kann, und von, ja, das ist der Bodycheck. Der Angriff ist nicht so, das ist der Tail Whip. Und dass ihr euch nicht von diesem... What the fuck? Ich habe mehr Verteidigung als vor uns. Ich habe 188? Geil. Und ja. Genau, jetzt wurde ich getroffen von einem Schlaftreffer. Den ihr euch mit Energy Drinks eigentlich vertreiben könnt. Energy Drink halt, macht alles, hält dich halt wach. Gib mir deinen Anführerkamm. Komm her, du Sau. Schade dich nicht. Du wirst eh verlieren. Das war der Schlafangriff. Und ja, das ist halt das Geile an der Rüstung. Und Windabwehr. Ich glaube gar nicht, wie hilfreich es ist gegen solche Monster wie Gurupeku. Oder... Also auf jeden Fall gegen Gurupeku ist das schon mal eine richtig geile Hilfe. Und Rathalos auch. Also solche Monster, die halt wirklich ganz leicht Wind haben. Man kann natürlich auch Wind beenden komplett reinmachen, wenn man jetzt, aber wenn man, dafür müsste man halt in Kauf nehmen, dass man glaube, oh nö, man könnte glaube ich generell die 3 Slots, die ich noch übrig habe, für Wind beenden alle, machen wir da auch Diablos und so vor keinem Halt machen, was recht cool ist, wenn ihr jetzt sowas sieht, aber ich finde Erdbeben-Abwehr fand ich cool, deswegen habe ich in meinen anderen Datei reingebaut, die habe ich ja gerade noch, die Gussrüstung, also ich hatte sie, ich habe jetzt einen Mix aus der Totenschädel, ich glaube Bariot, dann Guss, Hüfte, dann Barret Beine und Rathalos Arme, glaube ich, gemacht. Die ergeben, glaube ich, Läufer. Weil ich ja Doppelschwerter nutze dort auch. Ne, nicht Läufer. Ich glaube Schwachstellenwirkung, Fallenmeister und schnell schärfen. Ich glaube die 3 Skills oder Angriff hoch, Mittel. Auf jeden Fall relativ gute Skills für einen Allrounder zu setzen. So. Ja. Aber die Datei ist nur für mich und Sino zugänglich. Also jetzt die werde ich erst später zeigen, wenn ich mit Sino zum Beispiel First Mate Monster mache, wie jetzt, also im Sinne First Mate von online zusammen mit Low Rank Charakteren jetzt. Weil letztes Mal hatte ich ja schon eine High Rank, wo ich mit Sino gespielt habe so. Und joa. Ich würde mich sehr freuen, wenn du irgendwie den Geist aufgeben könntest. Nee, nicht du. Sondern du sollst den Geist aufgeben. Oh, cool. Mal gucken, was ich bekommen habe. Jetzt gebe den Geist auf. Wo humpelt er hin? Wer weiß es schon. Ich werde die Banabra aushauen. Aushauen. Kaufen. Banabra Flügel irgendwie. Immer Banabra Flügel. Buggies stirbt nicht, bitte nicht. Buggy haut. Das geilste war ja immer noch der Knüller-Monster in der Tri, der total unverständlich rausgehauen wurde. Ich will mir so die Buggy, das Buggy SNS weiter verbessern. Also das Schlafen SNS, den Morpheus Dolch oder Morpheus Messer. Und man braucht in dem Game groß Buggy Haut. Normale groß Buggy Haut. Denkt man sich so, ist ein ganz normales Item, weil kein Plus hinter ist. Ja, falsch gedacht. Abfahrt. Ich fahre mir wirklich 2,5 Stunden nur Buggies ununterbrochen und bekomme keine Haut. Schaue einmal im Internet nach und sehe, oh, ah, das ist ein High-Rank-Item. Das wollte ich jetzt gar nicht. Also eigentlich schon, aber in dem Sinne von, ich habe es vor uns gebraucht. Auf jeden Fall, das ist total unverständlich gemacht worden, das dadurch mit dem Buggy-Haut. Weil man denkt automatisch, weil es ist kein Plus hinter, ich kann es aus Unite... Man hatte Plus da. Och, wieso haust du mich denn immer mit deinem Bodycheck um? Macht's dir denn so viel Spaß? Jetzt stirb bitte. So viel kann der doch gar nicht mehr haben. Ja, 14.
War klar, ich hab gewusst, noch 2-3 Treffer. Und tot. Tot! Ja, wieso stellen meine Katzen Bomben? Das frage ich mich auch immer noch. Sie haben ja, sonst, der Knaller ist ja, sie haben ja nicht einmal Bombenfähigkeit drinne. Deswegen, ich kann es gerne gleich zeigen. Aber was soll's? Buggy-Schuppe brauche ich ja auch aus Großbuggy-Sachen. Cool, man bekommt Buggy-Schuppen aus Großbuggy und das öfter als eine Haut oder so. Ja. Kameraden? Ja? Na, Bumerang, ausgeglichen. Und die haben noch keine Fähigkeit. Oh, die haben noch keine Fähigkeiten. Müssen wir gleich mal reinmachen. So, ein knapp 20-Minuten-Part ist wieder fertig. Ja, im nächsten Part wird es darum gehen, dass ich Harpool Boca mache. Beziehungsweise, ich werde erstmal mir die neue Lanze aufbessern jetzt. Zeige ich euch gleich. Da mir nur noch Königstropfschweife fehlen und ich will mir halt noch eine Gurupeko-Axt machen. Also die Gurupeko-Morph-Axt. Da die halt wirklich hilfreich ist, finde ich, für Monster mit Feuerschwäche, siehe Königstropf. Würde ich jetzt schon, ich glaube, das kann ich sogar schon. Ah, nee, Ratterlassenrad, den habe ich noch nicht. Würde ich jetzt schon, jetzt sag, habe ich die, wenn ich den hätte, würde ich mir schon die Feuer-Doppelschwerter bauen, aber habe ich nicht und ja. So. Gleich auf die Farm, würde ich sagen, tue ich jetzt nicht. Gehe gleich nach dem Part auf die Farm, damit das jetzt so blöd wird, sofort wieder auf die Farm zu hacken. Sondern ich will euch gleich einmal zeigen, warum es im nächsten Part gehen wird. Welches Monster ich machen werde. Ich werde verbessern, also ich habe es vor. Nein. Kobaltkrater. Brauche ich noch 8-mal Drachenit-Erz und 2 Königstropfschweife. Und werde mir die halt verbessern. Die hat 2 Slots und ja, wird halt stärker sein als die vorherige. Ja, hier sieht sie nicht stärker aus. Aber ich habe die noch nicht verbessert mit den Blutstingern. Die Ritterlanze werde ich mir jetzt nicht verbessern. Zumindest jetzt habe ich. Oder doch, die kann ich jetzt noch verbessern. Drachenit-Erz, ja. Ich werde mir aber versteckte Stachel bauen wollen. Hier habe ich jetzt schon eine Verbesserung. Ich bin gerade dabei, die Überfall-Axt zu bauen. Ja. Kriegshammer haben wir auch schon bekommen. Den kann man auch gleich mal verbessern, eigentlich mal schon mal. So nebenbei. Kriegskeule brauche ich noch Beharit erst 1. Und ja, hier meine anderen Rüstungen. Ja. Das war's. Und als nächstes Monster werden wir den Harpool Boca machen. Boca. Da, mir egal wie ihr nennt, ich nenne den Harpool Boca. Den mit Lanze und dadurch brauche ich eine neue Lanze, damit er leichter geht. Danke euch fürs Zuschauen. Steamglovers, Part Nummer, ich habe immer noch keine Ahnung, ob es 15 war. Ich glaube ja. Ich habe nicht nachgeguckt gerade, weil ich habe seit vorgestern keine Plays mehr gemacht. 2 Tage sind es her und das ist scheiße. Naja, gut, danke, guckt euch den Part an, die anderen auch und joa.